Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Destiny-Opa oder euer Dieter mit Destiny 2 Titan, die fünfte Folge. Wieder mit dabei, Bio von LDR, Lichter des Reisenden. Hier steht er und wartet schon auf mich. Ja, gerade Wir wollten jetzt auf jeden Fall hier Ruf der Heimat das Abenteuer machen, damit wir den Upgrade-Punkt bekommen und dann gehen wir weiter auf Titan, weil diese anderen Abenteuer mit der gewöhnlichen Ausrüstung brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Hauptsache, wir kriegen den Upgrade-Punkt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo die Mission ist. hier Ah, vorne. da. Ja, ich sehe sie gerade. Ruf der Heimat. Dann starten wir das Ding mal. Oh, jetzt hat er uns gekillt. Nicht schlimm. Ein Signal an alle Leute, die aus der Stadt geflohen sind, So. um ihnen zu sagen, dass sie hier sicher sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es jeder überall hören kann. Verteile ein paar Signalverstärker in der Gegend. Das sollte klappen. Ach, das wird das. Ach, das mit den Signalverstärkern, jo. Der Knoten hier ist online. Das Signal scheint bereits verstärkt zu Jetzt bin sein. ich das, Das ging ja schnell. Ein Moment, ich ich habe nicht. gerade einen Haufen Gefallene entdeckt, die auf dem Weg zu dir sind. Sei vorsichtig. Na, hör doch auf wegzulaufen, Mistvieh. Da ist ja noch einer. Wo sind denn die Vandalen? Du bist dahin? Ach, da ist Bio. Den Captain, den schaffe ich ja sowieso nicht. Ich muss noch eben. Oh, ich weiß nicht, wie ich jetzt aber. Du hattest ja gesagt, du wolltest nichts so eigentlich aus der Sammlung nehmen. Eigentlich nicht, nö. Weil ich überlege, ich weiß halt, ob, ich weiß nicht, wie du das siehst mit den Sparrows. Das ist halt einfach nicht Fortbewegung. Ja, ist ja nur Fortbewegung, aber können wir jetzt hier überhaupt schon Sparrow nehmen? Ja, könnten wir eventuell. Also wir können die aus der Sammlung holen oder uns von einem anderen Charakter zuschieben. Aber den können wir doch erst fahren, wenn wir Level 20 sind oder nicht? Nee. Nee. Okay. Das geht auch schon. Dann hole ich mir jetzt erstmal einen Sparrow aus der Sammlung. So, ein Sparrow. Was nehme ich denn? Ich weiß nicht, ich nehme aber. Möchte noch einen Charakter nehmen, aber. Ich weiß nicht, oh, die wollen mich töten. Mal kurz. Ja, deswegen bin ich da weggegangen. Ja. So, Sammlung. Transportemittel. Okay. Was müssen wir machen? Ach, der eifrige Vandalen töten. Ach komm, ich bin fies. Ich glaube, ich nehme Burnout. Warum fies? Naja, so als kleiner Charakter mit Burnout durch die Gegend fahren. Gerade gar nicht, wie Burnout aussieht. Das ist der mit den Flammen. Hier ist eine was Kiste. Was ist das? Diesen ist der? Burnout, 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 Burnout. Gute Frage. Vier? Nee. Fünf? Nee. Sechs? Ich sehe auf jeden Fall keiner. Season, weil ich den Schalter noch nie gefunden habe. Nee, Burnout, ich hab's mir bei Dings gekauft gehabt, bei Tess. Season 5. Ah, okay, dann muss ich gleich mal gucken. So. Bist du hier bei dem Dicken? Ne, hier war nur einer drin, aber ist dumm. Ach so. Wir müssen ja jetzt, ach, einen Vandalen müssen wir noch. Ja, aber ich sehe gerade gar keinen. Du bist aber der eifrige Wandern. Irgendwo muss der ja sein.
Hier ist wieder eine Kiste. Und hier ist auch keiner. Nicht genug. Nee, hier war aber einer. Aber wir, wie gesagt, die heißen, müssen halt einfach von da müssen. Oh oh, oh oh. Die Kugel. Die hat ein rotes Schwert bei mir. Ja, bei mir auch. Was nicht heißt, dass die unbesiegbar ist. Nein. Weil in dem neuen Raid haben die müsst werden die auch, würden die dann auch mit dem rotes Schwert haben. Dann noch knapp, ja. Juhu! Und du meinst, du bist auf dem Fernsehen mit 10. Die Eliminierung des Gartens unter der Ziel abgeschlossen. Es kommen immer mehr. Wir müssen dafür sorgen, dass das Signal stark ist. Beeil dich besser. So, dann haben wir ja. Irgendwas müssen wir noch machen. Reicht die freie Position. Erinnert mich an die Stadt. Ich bin da jetzt. Ihr habt alle dafür gesorgt. Ach, du bist da schon. Ja. Um uns zu schützen. Warte. Ja, dann komme ich natürlich mit meinem Sparrow. Ort, den man nicht verlassen darf. Und das Signal ist platziert. Über die man nicht sehen kann. Und es wimmelt von Wachen. Ich habe das verstärkte Signal empfangen. Und eine Art seltsame Rückkopplung. Ju und Salto. Man kann kommen und gehen, wann man will. Also sorgen wir dafür, dass alle den Weg hierher finden. Was ist er? Ah, hier. So. Hier ist das. Ach, diese komischen Funksignale, ne? Störgeräte, ja. Ich weiß nicht. Hier muss auch noch eins sein, auch, irgendwo. Ja, ich hab schon zwei. Ach so. Aber hier war doch, glaube ich, auch eins, oder nicht? Kiste. Eben, ich meine nicht, ob das hier irgendwo einer war. Komisch. Ich dachte immer, der wäre hier gewesen. Ah, da oben ist er, ich sehe es. Jawohl. Hier ist, wenn ich irgendwo unterschiedlich teilweise. Also hier drin und das und da hinten ist immer einer oder der andere. Ich kann es schön, dass ich normalen Leuten mal ein Hüter hilft. Aber eine Sache wäre dann noch. Habe ich diese Koordinaten richtig verschickt? Als ich diese Mission das erste Mal gemacht habe und hier durch wollte, war hier dieser Servitor von der schwarzen Waffenkammer und ich bin durch. Ja, nee. Das habe ich auch gehabt. Beim Warlock hatte ich das. Gut. Ich habe dort vor einiger Zeit Vorräte zurückgelassen, als ich überstürzt aufbrechen musste. Ach, warum bin ich auch immer so? Für die Stadt. Aber als ihr angegriffen wurdet, habe ich alles fallen lassen und bin über den Ozean geflogen, um zu helfen. Yes, man. Schlechte Neuigkeiten, Hawthorne. Ein Splitter. Ein Dimmerlicht. Okay, vergesst die Vorräte. Ui. Kümmert euch um die Gefallenen und wir planen unseren nächsten Schritt. Die Stadt braucht sie sicher nicht mehr. Aber wir könnten den Kram in der Farm gebrauchen. Nicht melden kann. Stirb doch einfach, du blöder Schweber. Da ist noch einer. Gefallenen mögen es nicht, wenn man ihnen eine Gelegenheit zum Plündern nimmt. Ich rechne mit einem geballten Angriff. Dann tut mir doch bitte noch einen Gefallen, ihr zwei. Platziert einen... Auf geht's. ...um ein Signal zu verstärken. Und dann verschwindet von da. Du denn hier, super? Ich muss auch erstmal zurechtkommen mit dem Granaten und so. Ja, ich habe eine super. Okay. Ist auch voll. Ich auch. Gut. Die wollte ich beim Dicken gleich einsetzen. Ja, ich guck mal, wenn hier gleich wäre. Viele kleine kommen. Das ist ein kleiner Gegner. Ja, das ist eigentlich recht easy. Ja. Du kannst ja auch von da oben drauf. Ja, ich weiß.
Das ist auch ganz praktisch. Wo ist er? Irgendwer hat auf mich. Ach, hier. Stirb! Lelelelelele. Kommt her hier. Boom. Das Boxen vom Titan finde ich irgendwie putzig. Das ist auf jeden Fall männlicher als das Warlock-Schlagen. Das stimmt! Ein Warlock ist halt einfach so, ich drücke jetzt meine Hand ins Gesicht. Ja, genau. Sprich zu dieser Hand. Terminator. Eigentlich denke ich eher, das ist so, dass ich hier die Hand nicht reindrücke. Ja, aber da gibt es doch beim Terminator hier, wo er sagt, sprich zu dieser Hand. Kenn ich nicht. Ach so, ich dachte, du würdest kennen. Terminator nie geguckt? Machst du etwas richtig. Nicht okay. Da ist der Dicke. Willst du den Dicken? Ja. Willst du den, der tot ist? Ach das! Ach, ich hab ja jetzt das Schild, genau. Seid wirklich etwas Besonderes. Womit ich immer gekillt werde im PvP. Ist aber nicht das, also es ist das Schild, aber es ist nicht die Super. Du wirst wahrscheinlich von dem Wurfschild gekillt. Genau, vom Wurfschild, richtig. Ja, das hast du aber mit der Super noch nicht. Es gibt noch jede Menge zu tun. Was hat man, das kriegt man erst versägen. So, das war, ja, dann sind wir hier fertig. Ja. Aber wir müssen ja nicht nochmal extra nach Devrim hin, ne? Nee. Schließe die Mission Hoffnung auf Titan ab. Also auf zum Titan. Titan! Oh, auf geht's. Wie, du hast schon Licht Level 30. Achso, ich muss mal gucken, was ich für ein Equipment gekriegt habe. Was haben wir denn? Ah, ich hab endlich eine neue... Ich hab eine neue Waffe. Oh, ich habe einen grünen Helm. Wow. Wie man sich über einen grünen Helm freuen kann, ne? Ja. Und ich guck mal erst bei den Waffen. Und die Überlebenden im Stich gelassen hat. Und jetzt gehen wir auch noch. Wenn wir blieben, könnten wir sie unterstützen. Ja, guck, jetzt habe ich Power Level 38. Gegenoffensive auf die Tarn. Ich habe einen grünen Brustschutz und grüne Schuhe. Ich habe einen Helm und Titanzeichen, ja, Gürtel oder was das da sein soll. Auf geht's. Jawohl. Vorhutflotte. Güterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit. Güterschiff. Zavala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Titan. Ich bin als Titan auf dem Titan. So. Ah! Ist ganz schön wackelig hier. Wir müssen da rüber, ne? Ja. Wir sind hier, um zu helfen. Nein, wir haben schon zu viele lichtlose Hüter an die Schar verloren. Wir können. So kann ich noch. Upgrade-Punkt verteilen. Jo. Was? Da kann ich. Unmöglich. Da kann ich. Du bist auch Level 5 jetzt, oder? Level 5, jo. Wir müssen eine Gegenoffensive planen. Dazu müssen wir die Station erstmal auf geht's. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gilt jede Menge abgefangene Übertragungen der Rotlegion zu entschlüsseln. Ah, der Titan fällt nicht. Der Titan fällt nicht runter, wenn ich ein drittes Mal klicke. Nee. Nee. Beim Warlock hast du das ja, wenn du das dritte Mal springst, dann fällt er ja runter. Sei vorsichtig. Nee, hat man bei dem nicht. Okay, das heißt, ich muss mich mit dem Titan wieder ein bisschen umgewöhnen.
Also ich finde tatsächlich von Titan das Spiel am angenehmsten, weil du ja springen kannst, dann wirst du nach vorne gesteuert, also beziehungsweise nach oben. Und dann kannst du halt nochmal das Springen deaktivieren und dann kannst du nochmal drauf drücken und fliegst wieder nach oben. Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Wir dachten, sie seien verlassen. Aber ich war ein Narr zu denken. Das kann man halt je nachdem. Ja, ich bin runtergefallen, weil ich das jetzt mit dem Springen mal ausprobieren wollte. Ich warte hier. Oh. Weil wenn ich nochmal dann springe, dann hast du recht, dann katapultiert der so ein bisschen. Ja. Hast du schon das Katapultschweben, oder? Nee, ab Level 6 erst. Oder? Ja. Ja, also Level 6. Oh, ich schieße mit Handfeuerwaffe. Den Dreiersprung habe ich auch erst ab Level 6. Besten ist, ich schieße hier. Ich fand das hier am Anfang Titan alleine echt schwierig. Ich weiß nicht wieso. Ich bin da so oft gestorben. Bestimmt 10 Mal. Ja, hier diese komischen Leibeigenen, ne? Ja, die haben ja auch, die machen auch gut Damage. Diese rennen halt auf einen zu und machen halt recht viel Schaden. Ich weiß nicht, wie war das bei euch, als ihr das erste Mal den Raid probiert habt? Den neuen? Kam das vor, dass ihr einmal keine Munition hattet? Auf bestimmten Waffen hatte ich auch, ja. Okay, so. Weil ich hatte gestern tatsächlich keine Primärmunition mehr. Meine Maschinenpistole. Ehrlich? Ja. Oh, das ist aber schön. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatten es mal viele. Weil die wenige halt, sagt ich halt nur da oben auffällst, auf diesen Statuen und wenn du runtergehst, kannst du ja auch erstmal keine Munition aufsammeln, weil die Gegner ja unten sind. Genau. Deswegen musst du halt immer mal ein bisschen runterspringen. Tötest du immer alles in der Mission, oder? Ja, ich bin halt nicht vieles. Ich bin halt nicht so der Typ, der durchrusht. Weil ich ja das Spiel spielen möchte und nicht rushen. Also bei der Story hier, ist so teilweise echt langweilig. Und relativ, vielleicht merkst du das ja auch mittlerweile, ich renne nur nach vorne. Ja, ich merke das. Verstehen. Aber es ist halt bei mir, ich war da irgendwie noch nie Fan vom Durchraschen. Noch nie. Egal welches Game. Ich hab's immer gehasst, wenn Kollegen mich in Diablo oder so im Level gerusht hatten und ich gar nicht wusste, was ich dann machen sollte. Weil ich schon im Level so hoch war und irgendwie, ja, ist manchmal merkwürdig. Hier ist das jetzt ein bisschen was anderes, weil hier weiß ich ja, oh ja. Nein, ich will nicht sterben. Ja, warte. Stirb so. Sah aus, als hätte die Schar eine Art Ritual durchgeführt. Ein Ritual? Wir sollten uns mit Ikora unterhalten. Sie weiß so ziemlich alles. Aber ich versuche auch immer bei denen ganz normalen Wegen einfach irgendwie immer den kürzesten Weg aufzunehmen. Ja. Seit die Stadt gefallen ist. Nee, wie gesagt, so bin ich ja nicht. Was war denn das? Ach ja, Powerwaffe. Warte mal. Powerwaffe. Penumbra. Warte mal. So. Gut. Alles ausgestattet. Ich habe bessere Schuhe bekommen. Die sind aber immer noch grün. Klamotten. Ich habe das gehasst, als ich da am Anfang mit meinem Jäger gespielt habe. Und dann, aber ich finde, das sieht teilweise echt aus, wie so ein Straßenpenner, der so eine Jogginghose anhat. Ja. Nicht, dass du also
generell etwas so nicht so nach einem irgendwie Hüter oder so, weil keine Ahnung, es sieht halt nicht irgendwie einem, ja, es sieht halt auch nicht nach Rüstung aus, so eine Stoffhose. Das willst du mir nicht erklären, dass das eine Rüstung ist. Nee. So, und das halt, ja. Theoretisch haben wir auch gar keine Hose an. Wir haben einfach nur Schuhe an, die viel zu groß sind. Bin ich jetzt hier eigentlich richtig? Ja, ich bin richtig. Ja, ja, nicht von hinten. Ah, du bist schon da. Ja. Ja, ich bin oben lang gegangen. Ja. Ich bin dann von hinten gekommen. Wir müssen jetzt die Schafhochblasen zerstören. Genau, geil. Hier, ja. Nein, nein! Hörst du auf? Da killt er mich! Scheiß Leibeigene! Oh, wie ist er? Ah, deswegen. Ja, deswegen der Granatwerfer, komm. Achso. Ich hab den nie benutzt. Ich auch nicht, aber jetzt kann man mal benutzen. Hau ab! Akolyt. Ich zerstöre mal in der Zeit die Blasen so ein bisschen. Warum verbrenne ich die Fruchtblasen? Ich weiß nicht, ich bin dumm. Stirb! Stirb! Gut gemacht. Sorgt für reine Luft. Wir kommen auf euer Signal. Jetzt hier weiter. Ja, die fünfte Folge wird doch, aber das schaffen wir, die erste Mission, das wird gehen. Ich habe gerade gegen dich geschossen, nicht gegen den Ritter. Ach so? Ja, ich habe gegen den Arm geschossen. Wir kommen jetzt hier hinten raus. Sichere die Kommandozentrale. Ein Orangener. Ich sehe keinen. Weg ist er. Ja. Ich hasse das, wenn man brennt. Aha. So, brennen ist doch lustig. Ja. Verstanden. Zavala und ich sind auf dem Weg. Ah, jetzt dürfen wir hier rein. Ja. Ich halte da meine Geisttaschenlampe mal drauf. Dieses da drauf, dann geht die Tür auf. Ah. Das funktioniert doch im echten Leben. Kommt hoch, damit wir euch applaudieren können. Ja, wir sind doch schon da. Klatsch, klatsch. Und Video. Ja, damit haben wir die Mission geschafft. Siehst du, bin ich jetzt auch im zeitlichen Rahmen. Jetzt sind wir gerade bei 24:20. Lass ich die Videosequenz noch mitlaufen und dann ist Episode 5 auch im Kasten. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat. Titan, die fünfte. Für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter? Also. Commander,
Also von hinten sieht sein Kopf aus wie eine Bowlingkugel. Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir. Vielleicht ist er auch eine Bowlingkugel. Meinst du? Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch eine Videosequenz. Mal gucken. Aber ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, das war jetzt eben. Sollen wir uns noch die Mission, exotischen Rüstungsteile jetzt eben bei Sloan abholen? Dürfen wir jetzt schon? Ja. Ah! Ich meine schon. Genau. Oder? Einmal nach Sloan. Okay, nee, wir müssen. Nee, Sloan ist gar nicht da. Wir sind direkt in die nächste Mission reingekommen. Ah. Kommandant Zavala hat gesagt, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich regle das Taktische. Ja, aber wenn wir wieder reingehen, dann haben wir die Mission ja trotzdem, oder? Ja. Weil sonst wird mir das Video zu groß. Wir sind jetzt schon bei 26 Minuten. Wenn wir die Mission jetzt noch mitmachen, dann wäre es zu heftig. Oder du machst einfach einen Cut rein, also du schneidest die Folgen. Ist das Video sozusagen in zwei Videos? Nein. Das müsste ja gehen. Ja, aber dann ist das immer so blöd mit der Ansprache und so am Anfang, weißt du? Ich möchte das so korrekt wie möglich versuchen. Egal, wir schließen die fünfte Folge jetzt hier erstmal ab, weil mit dem Rest kann ich nämlich die sechste Folge machen. Ja, Leute, hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und du gehst jetzt sterben, okay. Ja. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ihr dürft mich natürlich gerne abonnieren, das wisst ihr. Träumchen wäre auch ein Däumchen und Kommentare sind natürlich auch erwünscht. Und ja, das war die Folge 5. Wir sehen uns auf jeden Fall in einer meiner nächsten Folgen. Bis dahin, gab's euch wohl, euer Destiny-Opa. Ciao!